Das Gießverfahren ist die am längsten angewandte Verarbeitungsweise. Die Sicherheit und Robustheit dieser Technik kommt wieder häufiger in verschiedenen Verbundsystemen, auch mit Elastomer-Bitumen-Klebemasse, zur Anwendung. Bei diesem Verfahren wird Bitumenmasse in einem Kocher erhitzt. Der erste Arbeitsschritt ist die Ausrichtung der Bahn. Hierbei müssen mindestens 80 mm Nahtüberdeckung eingehalten werden. Um eine möglichst ebene und sichere Überdeckung zu erhalten, werden die Ecken abgeschrägt. Der Wickelkern sorgt dafür, dass die Bahn beim Gießvorgang über die gesamte Breite mit gleichmäßigem Druck in die flüssige Bitumenmasse eingerollt wird. Um eine gute Verklebung sicherzustellen, ist die Unterseite der Bahn besandet. Wichtig ist, dass beim Gießen die heißflüssige Klebemasse so vor die aufzuklebende Bitumenbahn gegossen wird, dass beim Einrollen der Bahn ein Bitumenwulst in ganzer Breite vor der Bahn herläuft und seitlich austritt. Es erfordert die Erfahrung des Verarbeiters, drei wesentliche Faktoren aufeinander abzustimmen: die Temperatur und Menge der aufzugießenden Bitumenmasse, die Geschwindigkeit des Einrollens der Bahn und der Druck auf die Bahn mit dem Wickelkern. So lässt sich eine optimale, vollflächige Verklebung erzielen. Vorteil dieses Verfahrens: die Schichten des Abdichtungssystems können vollflächig mit der Unterlage und miteinander verklebt werden. Kleinere Unebenheiten werden ausgeglichen. Bei beschieferten Oberlagen sorgt das Abstreuen mit Schiefersplitt in die noch heißflüssige Bitumenmasse für ein einheitliches Gesamtbild. Welche Bahn für welchen Einsatz optimal geeignet ist, erfahren Sie von den Herstellern in einer baustellenbezogenen Beratung. Bitumenbahnen sorgen, abgestimmt auf das jeweilige Objekt und fachgerecht verlegt, für eine langfristig sichere Abdichtung. Weitere Informationen und den direkten Kontakt zu den Herstellern finden Sie unter www.derdichtebau.de.